Das Staubwischen gehört in den meisten Haushalten zu den regelmäßigen Hausarbeiten. Das ist gut so, denn eine verstaubte Wohnung kann Gesundheitsrisiken bergen. Mit einem guten Staubwedel sagen Sie den kleinen Schmutzpartikeln den Kampf an und können Ihre Wohnung gründlich reinigen. Die Auswahl an Staubwedeln aus verschiedenen Materialien und in unterschiedlichen Formen ist sehr groß. Um Ihnen einen ersten Überblick zu bieten, stellen wir Ihnen 10 Staubwedel detailliert vor. Wir gehen auf die Eigenschaften und Vorteile des jeweiligen Produkts ein und beantworten einige Fragen. Das erste Produkt auf unserer Liste ist Baban Staubwedel. Bei dem Modell von Baban handelt es sich um ein Set, das in den Farben Orange und Grau gestaltet ist. Es eignet sich dazu, Bücherregale, Weinschränke, Lampen, hohe Wände, Deckenventilatoren und andere Oberflächen zu entstauben. Im Lieferumfang des Sets befindet sich unter anderem eine laut Hersteller hochwertige und leichte Verlängerungsstange. Sie setzt sich aus mehreren Elementen zusammen. Inklusive 3 Aufsätze, neben der Stange zählen 3 verschiedene Aufsätze zum Lieferumfang. Sie sind je nach Bedarf einzeln oder mit den Verlängerungsstangen verwendbar. Einer der 3 mitgelieferten Aufsätze ist ein grauer Staubwedel. Er soll den Staub aufnehmen und ist in jede Richtung biegbar. Aufgrund seiner Biegbarkeit eignet er sich gemäß Hersteller zur Reinigung von schwer zugänglichen Oberflächen. Zudem ist der Baban-Staubwedel an seiner oberen Seite mit einem Material versehen, das ein Zerkratzen der Wände verhindern soll. Neben dem Staubwedel gehören ein graues, doppelseitiges Staubtuch und ein orangefarbener Aufsatz zum Lieferumfang. Was genau Mikrofasern sind und weshalb sie sich so gut zum Putzen eignen, erklärt das folgende Video. Bitte akzeptieren Sie Marketing-Cookies, um das YouTube-Video zu laden. Marketing-Cookies akzeptieren. Das zweite Produkt ist Swiffer Staubmagnet Starter Set Staubwedel. Der Swiffer Staubmagnet Starter Set Staubwedel eignet sich vor allem für Oberflächen von Bücherregalen oder Elektrogeräten. Sie können ihn zur Reinigung von Autoarmaturen benutzen oder Heizkörper abstauben. Die Reinigungshilfe zeigt ihre Stärken nach Herstellerangaben bei Haaren und Allergenen, wovon Allergiker profitieren. Sie sollen mit dem blau-gelben Modell problemlos alle Ecken und Ritzen erreichen. Der Hersteller betont, dass der Swiffer Staubwedel im Vergleich zu herkömmlichen Modellen 3-mal mehr Staub aufnimmt. Der Staubmagnet besteht aus einem Kunststoffstab mit Griff in Form einer zweizackigen Gabel, an der Sie ein Staubtuch befestigen. Zieht er keinen Staub mehr an, schütteln Sie den Staubwischer aus. Ein stark verschmutztes Tuch wechseln Sie laut Hersteller schnell und einfach aus. Zum Lieferumfang zählen ein Griff und 7 Tücher. Wer unter einer Hausstauballergie leidet, findet im folgenden Video Tipps. Bitte akzeptieren Sie Marketing-Cookies, um das YouTube-Video zu laden. Marketing-Cookies akzeptieren. Der nächste Produkt in unserer Liste ist OXO 1.335.180 Good Grips Staubwedel. Der OXO 1.335.180 Good Grips Staubwedel eignet sich gemäß Hersteller zur Säuberung von Ecken und Winkeln. Der doppelseitige Kopf vergrößert die Fläche, sodass Sie schnell vorankommen sollen. Das schlanke Profil ermöglicht Ihnen gemäß OXO vielfältige Einsätze. Der Hersteller betont die gute Reinigungsleistung bei großen Oberflächen oder Stellen in engsten Räumen. Der Good Grips Staubwedel ist mit einem Mikrofaserkopf ausgestattet, den Sie von der Kunststoffstange entfernen können. Sie dürfen den Bezug in die Waschmaschine geben, solange Sie das Schonprogramm nutzen. Die einfache Reinigung soll Ihnen die Handhabung vereinfachen und das Abstauben dank sauberer Fasern angenehmer gestalten. Bei Bedarf ordern Sie beim Hersteller weitere Bezüge. Der rot-schwarz-weiße Abstauber ist 46 cm lang und kommt ohne Teleskopstiel aus. OXO verspricht einen rutschfesten Halt am weichen Griff, damit Sie den Staubmob gut unter Kontrolle haben. Das schlanke und flexible Design soll Ihnen die Benutzung vereinfachen. Sie erhalten eine Zufriedenheitsgarantie, sodass der Hersteller bei Problemen das Produkt repariert, es umtauscht oder Ihnen den Kaufpreis zurückerstattet. Was sind Mikrofasern? Mikrofasern sind eine Art von Kunstfasern, die sehr filigran hergestellt sind. Deshalb sind die Fasern weich und leicht,
was sie perfekt für die Reinigung von sensiblen Oberflächen macht. Die Fasern zeichnen sich durch eine gute Flusenfreiheit und hohe Saugkraft aus. Mit Mikrofasern säubern sie Ihren Fernseher oder den Computerbildschirm, ohne Kratzspuren zu hinterlassen. Woraus der Faserkopf eines Staubwedels noch bestehen kann und was die Materialien auszeichnet, erfahren Sie im Ratgeber weiter unten. Der nächste Produkt ist Amazon Basics TB02 Staubwedel OXO 1.335.180 Good Grips Staubwedel. Der Amazon Basics TB02 Staubwedel eignet sich für Oberflächen von Regalen, Arbeitsflächen oder Autoinnenräumen. Der Kopf besteht aus Mikrofasern, die den Staub anziehen sollen. Mit dem Kunststoffstab kommt eine Gesamtlänge von 40 cm zusammen. Der Hersteller weist auf die längliche Form hin, die bei schwer erreichbaren Stellen vorteilhaft sein soll. Den blau-weißen Abstauber verwenden Sie im Innenbereich, wo die Fasern laut Hersteller eine erneute Verteilung des Staubs verhindern. Gemäß Amazon Basics entstehen keine Kratzer oder Schrammen, da der Staubwedel sehr weich ist. Sie erhalten den Staubwedel in einer Dreierpackung. Zum Lieferumfang zählen 3 mopartige Staubwedel und 3 Kunststoffstiele. Sie können die Basis laut Hersteller einfach entfernen und den Staubmop in die Waschmaschine geben. So profitieren Sie gemäß Amazon Basics länger von den 3 ABS-Taubern. Der nächste Produkt ist Vishox 2.0 Staubwedel. Der Vishox 2.0 Staubwedel ist laut Hersteller mit einer speziellen Flex-Technologie ausgestattet. So sollen Sie den Abstauber in alle Richtungen biegen können. Ein um 360 Grad drehbarer Kopf soll Ihnen den Einsatz vereinfachen. Der Staubwedel ist nach Herstellerangaben gut zum Fensterputzen, zur Reinigung von Türrahmen oder zur Säuberung von Jalousien geeignet. Der Anti-Rutschgriff soll die Handhabung angenehmer gestalten und Ihnen einen stabilen Halt gewährleisten. Der 2.0 Wandbesen löst laut Hersteller Ihre Probleme bei der Reinigung von hohen Decken, Regalen und Schränken. Dank des Teleskopstabs verlängern Sie den Stiel von 40 cm auf eine Länge von 2,8 Metern. Die Stange besteht aus rostfreiem Edelstahl und soll hochwertig verarbeitet sein. Der Kopf des Staubwedels ist 12x40 cm groß und besteht aus Mikrofasern, die ultradicht angeordnet sein sollen. Sie ziehen den Staub gemäß Vishox an und sollen fussel- und BPA-frei sein. Die hypoallergenen Eigenschaften und die Schadstofffreiheit sind nach Herstellerangaben für Allergiker vorteilhaft. Nach der Verwendung waschen Sie den Kopf aus und verwenden ihn nach dem Trocknen wieder. Der Hersteller betont die hohe Zufriedenheit der Kunden und erstattet Ihnen bei Problemen Ihr Geld zurück. Was ist BPA? BPA steht für Bisphenol A und ist eine chemische Verbindung. Sie wird seit den 60er Jahren bei der Härtung einiger Kunststoffe genutzt und trägt zur Haltbarkeit des Materials bei. BPA kommt in vielen alltäglichen Gegenständen wie Kunststoffbechern, Haushaltsgeräten oder Spielzeugen zum Einsatz. Die Chemikalie ist giftig und stört den Hormonhaushalt des Menschen. Die Folgen sind Störungen der Fortpflanzungsfähigkeit, Diabetes oder Wachstumsprobleme. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Sichler NX9687944 Staubwedel. Der Sichler NX9687944 Staubwedel ist ein Modell mit Teleskopstange, sodass Sie ihn für hohe Decken oder Schränke verwenden können. Der Stab aus korrosionsbeständigem Edelstahl lässt eine Länge von 44 bis 280 cm zu. Der Wandbesen hat ein Gewicht von 260 Gramm. Zur Lagerung können Sie den Staubwedel einfach an der Öse aufhängen. Der Sichlerabstauber ist mit einem biegsamen Kopf ausgestattet. Sie können ihn dank der flexiblen Drähte im Inneren in die gewünschte Position bringen und so auf dem Regal oder über dem Türrahmen Staub wischen. Mit dem zusätzlichen Teleskopstab sind nach Herstellerangaben höher gelegene Stellen mühelos erreichbar. Der Abstauber soll sich für empfindliche Oberflächen eignen, weil der Kopf mit feinen Mikrofasern ausgestattet ist. Er ist 12x40 cm groß. Nach der Benutzung reinigen Sie den Mikrofaserkopf laut Sichler unkompliziert von Hand. Sie können den Staubwedel immer wieder benutzen. Der Handgriff ist rutschfest und soll für ein komfortables Handling gut in der Hand liegen. Staub löst Allergien aus und kann vor allem für kleinere Kinder gefährlich sein.
Eine Analyse der Stiftung Warentest zeigte ein erschreckendes Bild. 2/3 der Staubproben aus Haushalten enthielten schädliche Stoffe. Im Staub kommen zum Beispiel häufig Milben vor, die in hohen Mengen zu körperlichen Reaktionen führen. Sind Sie Allergiker oder haben Sie Kinder, sollten Sie Ihre Wohnung regelmäßig von Staub befreien. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Comfort CF13445 Staubwedel. Der Comfort CF13445 Staubwedel ist mit einer Teleskopstange ausgestattet, die eine Verstellung der Länge von 80 bis 240 cm ermöglicht. So sollen Sie schwer erreichbare Stellen wie Regale oder Decken vom Staub befreien können. Der Faserkopf besteht aus Mikrofasern. Zur Lagerung hängen Sie den Staubwedel dank der praktischen Öse an der Wand auf. Sie erhalten den Abstauber im praktischen Doppelpack. Beide Staubwedel sind mit der Teleskopstange ausgestattet. Ob Hausstaub gefährlich sein kann, klärt das folgende Video. Bitte akzeptieren Sie Marketing-Cookies, um das YouTube-Video zu laden. Marketing-Cookies akzeptieren. Der nächste Produkt ist Gütewerk Staubwedel. Der Gütewerk Staubwedel ist mit einem Teleskopgriff ausgerüstet, der sich bis zu einer Länge von 140 cm ausziehen lässt. Dadurch besteht die Möglichkeit, schwer erreichbare Stellen, wie eine Decke, zu entstauben. Wer besonders hohe Räume hat, kann den Staubwedel von Gütewerk alternativ in einer größeren Variante erwerben. In dem Fall beträgt die Länge bis zu 255 cm. Das Modell ist in Grün gestaltet. Es soll Pollen, Staub und weiteren Schmutz sehr gut aufnehmen. Laut Hersteller ist der Staubwedel robust gebaut und mit einem schlanken Kern versehen. Es ist möglich, den Kern in jede Richtung zu biegen. Dadurch kann der Gütewerk-Staubwedel beispielsweise zum Einsatz kommen, um den Schmutz zwischen den Heizelementen eines Heizkörpers oder auf einem Schrank zu beseitigen. Der nächste Produkt ist Lifehide Duster XL Staubwedel. Der Lifehide Duster XL Staubwedel besteht aus laut Hersteller sehr weichen und dichten Mikrofasern. Er soll Staub anziehen und auch feinste Schmutzpartikel festhalten. Dem Hersteller zufolge sind die Mikrofasern dazu in der Lage, kleine Ritzen oder andere Unebenheiten zu erreichen und sich an die jeweilige Oberfläche anzupassen. Falls der Staubwedel nicht ausreichend lang ist, besteht die Möglichkeit, ihn mit einer Teleskopstange von Lifehide zu kombinieren. Das kann die Reinigung von hohen Wänden, Decken und anderen schwer erreichbaren Stellen erleichtern. Der nächste Produkt ist Selok Staubwedel. Der Selok Staubwedel soll den Staub anziehen und eine oberflächenschonende Anwendung ermöglichen. Sie können ihn nach Herstellerangaben im Auto verwenden oder zum Abstauben des Computers, der Klimaanlage oder des Fernsehers. Danach nehmen Sie den Teil mit den Mikrofasern laut Hersteller einfach ab und reinigen ihn per Hand. Selok zufolge können Sie den Kopf um 360 Grad drehen, um an alle Stellen zu gelangen und das Modell der jeweiligen Situation anzupassen. Sie erhalten den Selok Staubwedel im dreiteiligen Set. Es besteht aus dem Staubwedel, einem weiteren Modell mit Teleskopstange und einer Reinigungsbürste mit Kehrschaufel. Letztere soll sich zur Säuberung von Fenstern oder Schubladen eignen. Der Teleskopstab besteht aus Aluminium und soll stabil sein. Sie erhalten laut Hersteller eine robuste Konstruktion mit einer maximalen Länge von 76,5 cm. Zur Lagerung verkleinern Sie den Staubmob auf eine Länge von 28 cm, um ihn platzsparend an einem trockenen Ort unterzubringen. Der Handgriff ist mit einem Wellenprofil ausgestattet, das Ihnen ein angenehmes Handling und einen guten Halt ermöglichen soll. Der Hersteller verspricht einen flexiblen und pflegeleichten Kopf und eine schonende Behandlung von Oberflächen. Welche Alternativen zum Staubwedel gibt es? Sollten Sie kein Freund des Staubwedels sein, können Sie alternativ ein Staubtuch verwenden. Einige Modelle sind für den mehrfachen Gebrauch gedacht und aus Mikrofasern oder Baumwolle hergestellt. Staubtücher für eine einmalige Benutzung bestehen aus synthetischen Fasern und können nur eine begrenzte Staubmenge aufnehmen. Sie können ebenso zum Staubsauger greifen, mit dem Sie schnell alle Oberflächen von Staub befreien. Die Vorteile eines Staubwedels gegenüber den Staubtüchern oder dem Staubsauger nennen wir Ihnen im Ratgeber.
Der nächste Produkt in unserer Liste ist Air Liwell Staubwedel Seelock Staubwedel. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Air Liwell Staubwedel Seelock Staubwedel. Der nächste Produkt ist The Dust Pen and Brush Store Staubwedel. Der The Dust Pen and Brush Store Staubwedel ist mit einem Mikrofaserkopf ausgestattet, den Sie nach Herstellerangaben in der Waschmaschine reinigen dürfen. Die vielen Fasern sollen den Schmutz wie ein Magnet anziehen. Dank des langen Teleskopstiels müssen Sie laut The Dust Pen and Brush Store nie mehr auf Leitern steigen. Der Wandbesen soll sich zur Entfernung von Staub, Schmutz und Haaren eignen. Sie können den Kopf dank des flexiblen Stiels biegen und dem Einsatz anpassen, um schwer erreichbare Stellen zu entstauben. Sie erhalten zum Abstauber von The Dust Pen and Brush Store einen Handstaubwedel. Er eignet sich gemäß Hersteller zur Reinigung von gut erreichbaren Stellen oder kleinen Flächen. Er ist mit denselben Fasern ausgestattet und soll eine angenehme Handhabung ermöglichen. FAQ: Wie gut zieht der The Dust Pen and Brush Store Staubwedel den Schmutz an? Die vielen positiven Erfahrungen der Amazon-Rezensenten sprechen für sich. Der Hersteller betont die gute Reinigungswirkung. Verursacht der Abstauber Kratzer? Amazon-Kunden konnten keine Kratzer feststellen. Was gehört zum Lieferumfang? Sie erhalten den The Dust Pen and Brush Store Staubwedel mit Teleskopstange und einem Handstaubwedel für kleine Flächen. Woraus bestehen die Fasern? Der Kopf ist aus Mikrofasern hergestellt, sodass Sie nach Herstellerangaben sensible Oberflächen damit abstauben dürfen. Weniger Anzeigen. Der nächste Produkt ist Brox Staubwedel. Der Brox Staubwedel setzt sich aus einem Mikrofaserkopf und einer laut Hersteller robusten Teleskopstange zusammen. Die Stange besteht aus Edelstahl und lässt sich auf eine Länge von bis zu 150 cm ausziehen. Dank ihr besteht die Möglichkeit, Spinnweben oder anderen Schmutz an höheren Wänden oder Decken zu beseitigen. Der Mikrofaserkopf soll den Staub sehr gut aufnehmen. Der vordere Teil des Wedels ist in jede Richtung biegbar. Daneben verfügt der Abstauber von Brox über einen Griff, der dem Hersteller zufolge hochwertig verarbeitet ist. Er soll ein angenehmes Arbeiten mit dem Staubwedel ermöglichen. Zudem befindet sich am Griff ein Loch, das zum Aufhängen des Abstaubers nutzbar ist. Wer den Staubwedel reinigen möchte, kann ihn unter fließendem Wasser ausspülen. Im Anschluss daran ist es notwendig, ihn auszubringen und ausreichend trocknen zu lassen. FAQ: Wie viel wiegt das Modell? Der Brox Staubwedel wiegt 140 Gramm. Eignet sich der Staubwedel für die Reinigung in der Waschmaschine? Nein, laut Amazon-Kundenangaben sollte der Staubwedel nicht maschinell gereinigt werden. Fusselt der Abstauber? Nein, gemäß Amazon-Kunden fusselt der Staubwedel von Brox nicht. Wie groß ist der Brox-Staubwedel ohne die Teleskopstange? Amazon-Kundenangaben zufolge weist der Staubwedel ohne die Teleskopstange einen Durchmesser von ungefähr 13 cm und eine Länge von etwa 35 cm auf. Weniger Anzeigen. Der nächste Produkt ist Boomjoy-Staubwedel. Der Boomjoy-Staubwedel ist mit einem Teleskopstab ausgerüstet. Dieser wird aus Edelstahl gefertigt und ist dem Hersteller zufolge solide. Vollständig ausgezogen weist der Staubwedel eine Länge von 254 cm auf. Das ermöglicht es, Deckenlampen, Deckenventilatoren und andere hohe Gegenstände von Staub zu befreien. Ebenso lassen sich dadurch Decken und hohe Wände ohne den Gebrauch einer Leiter entstauben. Das Modell von Boomjoy ist in den beiden Farben Blau und Grau erhältlich. Der Staubwedelkopf ist biegbar und wird aus Mikrofasern gefertigt. Der Griff des Boomjoy-Staubwedels ist mit einer Aufhängehülse versehen. Hierdurch besteht die Möglichkeit, den Staubwedel nach dem Gebrauch an einer Wand aufzuhängen. FAQ: Wie lang ist der Staubwedelkopf? Die Länge des Staubwedelkopfes beträgt etwa 40 cm. Ist es möglich, den Boomjoy-Staubwedel zu reinigen? Ja, es besteht die Möglichkeit, den Mikrofaserkopf per Hand mit Hilfe von Wasser und gegebenenfalls eines neutralen Reinigers zu säubern. Ist der Staubwedelkopf abnehmbar? Ja, es ist möglich, den Staubwedelkopf abzuziehen. Ist der Mikrofaserkopf in jede Richtung biegbar? Ja, der Kopf des Boomjoy-Staubwedels ist in jede Richtung biegbar.
weniger Anzeigen. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.